Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hoffe, ich habe den ISO-Wert diesmal richtig getroffen. Es ist immer verdammt schwer, anhand des kleinen Bildschirms den richtigen ISO-Wert zu finden. Wir kommen, ich habe ja schon im Livestream ein Unboxing gemacht. Da kommen wir jetzt zum richtigen Vorstellen. Ich habe auch extra jetzt beide Tüten hier nochmal aufgemacht. Eins ist für die Verlosung, eins ist, also da muss ich aber auch noch gucken, wie ich die Verlosung mache, weil Verlosungsspiele momentan ganz schön nach hinten losgehen. Nur mal zur Info kurz zeigen. Also ihr habt eine Platte und ihr habt eine Tüte. Wir kommen auch gleich dazu. Bei dem anderen haben wir auch eine Platte. Und eine Tüte. Und in der Tüte ist alles drin. Ich muss jetzt nur gucken. So. Welche nehmen wir? Ich nehme die Tüte, die nicht ganz so kaputt ist für euch. Ist halt nur, dass ihr das auch seht, dass es wirklich einen zweiten davon gibt zum Verlosen. So, und einen von den beiden habe ich jetzt hier. Richte euch mal nach unten, dass ich euch das zeigen kann. So, nicht wundern, der sieht etwas zerkratzt aus. Ein klein wenig zerkratzt aus. Aber da ist oben und unten Schutzfolie. Ich werde mal, hier sieht man es so ein bisschen, machen wir mal ein bisschen ab von beiden Seiten, dass ich euch das zeigen kann. So, hier haben wir halt Schutzfolie. Die werde ich jetzt natürlich noch nicht abmachen. Und hier haben wir auch Schutzfolie. Die werde ich auch noch nicht abmachen. Erstmal muss das alles gemacht werden, so dass es vernünftig aussieht. Und dann. So, dann haben wir ein LED-Streifen, ein Aufkleber von Snapseller, die das Video unterstützen bzw. euch dafür sorgen, damit ihr dann halt ein Gewinnspiel habt. So, und hier haben wir dann praktisch den LED-Streifen. Den kennt ihr. Wie von ganz normalen LED-Bändern. Der ist schon vorbereitet mit einem Anschluss oben. Wartet mal, ich muss mal gucken, damit die Kamera vielleicht fixiert hier mal. Da. Ja. Na komm, fixiere. So. So halbwegs fixiert. So. Und hier sind die. Hier ist das LED-Band. Das ist auch ein gutes. Ich muss mal gucken, damit man das vielleicht von der Seite so ein bisschen sieht. Ja, so sieht man es vielleicht ein bisschen. Das ist das LED-Band, wo. Das ist das LED-Band, besser gesagt, sonst meckert er wieder, dass ich. Da ist hier Gummi drüber. Also ist jetzt nicht, dass die LEDs frei liegen, das ist wirklich die mit dem Gummiüberzug. Ja? Und dann haben wir hier noch ein USB-Kabel, da kommen wir gleich zu, aber wenn ich schon rangezoomt habe, zeige ich euch gleich noch die Fernbedienung. Das ist die Fernbedienung. Praktisch hier oben kommt der USB ran, der Streifen ran, das zeige ich euch gleich noch. Und hier haben wir die verschiedenen Bedienelemente. Wenn er jetzt mal wieder fixieren würde. Da. Also an, aus, Helligkeit. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Color ist unten, an, aus und die Helligkeit und Mode. Okay. Also hier unten. Da. Machen wir die Farbe. Hier machen wir an, aus und die Helligkeit. Und hier oben machen wir die verschiedenen Modi. Das werden wir uns aber auch gleich angucken. Ich zoome dafür nochmal raus. Ich mache jetzt erstmal den. Kabellose hier. Na, hier ist gerade ein bisschen vertrickt. Trackt. Will er nicht. Doch, jetzt will er.
oder auch nicht. Herrgott. Schneid den Draht jetzt einfach durch. So, hier haben wir dann einen schönen lang, der reicht eigentlich. Hier ist der USB, ganz normal. Den stecke ich mal kurz in Strom, damit ihr sehen könnt. So. Und ich mache den jetzt am besten mal so, wie er reinkommen soll. Also ihr legt den LED-Streifen hier rein. So. Und der wird dann hier reingeklebt. Ich klebe ihn jetzt gerade mal noch nicht rein. So. Und dann kommt die Fernbedienung oben rauf und dann leuchtet das. Ich mache mal kurz das Licht aus. So. Das ist so mit Absicht so gemacht. Ich zeige euch das mal, wenn ihr den Controller nach oben packt, also die Fernbedienung, die Fernbedienungselemente nach oben packt, geht nichts. Das ist so gewollt. Da könnt ihr nicht an- und ausmachen, weil da kommt ja auch kein Strom denn durch. Das ist wirklich gewollt, dass ihr das so macht. Warum ist das gewollt? Damit man es nicht sieht. Ja, oder dass man halt von der Seite, also von so machen kann. So, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ah, so. Und zwar haben wir jetzt, ich werde mal gucken, dass wir dann so machen. So. Ich gehe jetzt einfach erstmal die verschiedenen Farben durch mit euch, würde ich sagen. Und blau, gelb, türkis, lila. Das müsste weiß sein. Orange. Ja, grün. Also man kann hier die sämtlichen Farben durchswitchen auf verschiedene Türkistöne. Dann können wir auch noch heller machen. Und dunkler. Also nach ganz hell kommt natürlich dunkel. Ich hoffe, das sieht man jetzt im Video auch vernünftig. Und wenn ihr drückt, haltet, geht's aus. So, wir lassen jetzt mal die Stufe und wir wollen jetzt mal die Modi testen. Ich gehe dafür aber mal auf eine Farbe, die intensiver ist. Und zwar blau. Und jetzt haben wir einmal hier. Das ist mir aber selber persönlich zu schnell. Dann haben wir hier noch so ein langsames. Hat er jetzt genommen? Dann haben wir noch ein schnelleres. Ich muss mal gucken, dass ich heute auch den Knopf treffe. Jetzt kommen halt die verschiedenen Farben. Das finde ich sehr schön. Das habe ich auch an meiner Tastatur. Also auf meinem Mauspad ringsherum. Da erkenne ich das mit den verschiedenen Farben. Da kommt das auch mit diesem Blinken und den verschiedenen Farben. Und dann kommt halt dieser Rainbow-Effekt, den ich sehr schön finde. Müsste noch einer kommen. Der so ein bisschen schneller ineinander übergeht, fließender. Und dann haben wir wieder ganz normal das Pulsierende, wenn ihr dann wieder Farbe haben wollt. Einfach die Color gedrückt halten und dann habt ihr da eure Farbe. Das war's schon. Wir werden jetzt mal rauszoomen. Ihr könntet natürlich jetzt auch. Ich mache mal kurz ab. Ihr könnt jetzt natürlich auch euren eigenen LED-Streifen nehmen und zurechtschneiden und dann mit einer Alexa-Fernbedienung machen. Das könnt ihr auch machen.
Nichtsdestotrotz werden wir den jetzt mal hier reinkleben. Dafür nehmen wir den jetzt einfach mal raus. Und dann werden wir auch bald gleich mal zur PlayStation gehen und den da drunter machen. So. Jetzt haben wir hier die Folie und geht damit am besten ganz, ganz in die Ecke, soweit ihr könnt. Ja. So. Das ist schön fest und es war schon. Ihr könnt auch von unten sehen, ob überall angedrückt ist schon. Dann könnt ihr dann noch mal nachdrücken. So. So. Wenn euch das jetzt natürlich vom Kabel her zu kurz ist, ihr könnt, gibt es halt mehrere Möglichkeiten, was ihr jetzt machen könnt. Ja? Also, ihr habt ja hier den USB-Kabel. Wenn der euch jetzt zu kurz ist, dann könnt ihr A, ein USB-Verlängerungskabel holen. Das heißt, das bleibt ganz normal an dem Teil dran und da an den USB macht ihr ein Verlängerungskabel ran. Zweite Möglichkeit ist, es gibt Verlängerungs habe ich davon noch eins? Ich weiß gar nicht. Es gibt Verlängerungsmöglichkeiten für LED-Bänder, weil das ja meistens direkt an diesem Controller dranhängt. Und wartet mal, ich guck mal. So, gefunden. Und zwar bei den LED-Bändern ist das ja immer dann direkt da dran. Und deswegen gibt es halt Verlängerungsschnuren, damit man das verlängern kann. Macht nicht einfach so ein Ding daran. Also hier so ein, ja, das gibt es halt mit Fernbedienung und gibt es halt auch nur mit Strom und dann kommt hier ein LED-Band dran. Ja, warte mal, ich zeige euch das mal. Die Kamera braucht gerade ein bisschen zum Fixieren, warum auch immer. Muss mal mein Gesicht wegmachen, vielleicht erkennt ihr dann, ja. Ach, die ist auf Gesicht fokussiert. Oh Gott. Ich muss das mal rausnehmen mit dem Gesichtsfokus. So. Das is ist es. Ja, und das hat dann halt praktisch hier zwei Sachen dran. Einmal für Fernbedienung, einmal für Strom. Das gibt es auch einzeln. Also ohne dieses für Fernbedienung, sondern nur Strom. Und dann hier praktisch kommt dann das LED-Band rein. Ich habe jetzt, meine sind alle angeschlossen, also ich habe jetzt keins ohne Fernbedienung, was ich euch zeigen kann, ist im Prinzip genau das gleiche. Egal welches ihr davon habt, das ohne oder das mit, macht das nicht einfach daran. Weil es gibt verschiedene LED-Bänder. Es gibt, das, hier zum Beispiel habe ich eins im Regal, wo ich Farbe einstellen kann. Also kann ich in der App kann ich die Helligkeit und die Farbe einstellen. Um mein Bild rum habe ich ein LED-Band, da kann ich die Farbe einstellen, die Helligkeit einstellen und den Farbspektrum, also in welchem Farbspektrum sich das bewegt. Also kann ich aus einem, oh, ich weiß ja auch nicht, bei einem Türkis wird es dann halt zu einem Weiß, zum Beispiel. Ja, da habe ich mehrere Möglichkeiten. Macht das nicht. Wenn, dann verbaut euer eigenes LED. Das kann man jetzt zurechtschneiden. Wo ihr denn wisst, welche Fernbedienung dazugehört, da seid ihr auf der Nummer, auf der sicheren Seite. Nur mal von mir angemerkt. Aber, wie gesagt, ihr könnt das verlängern, indem ihr hier praktisch nochmal ein USB-Verlängerungskabel holt oder, weil das ist unkompliziert, unproblematisch, da macht da nichts verkehrt. Die gibt es fertig zu kaufen in verschiedenen Längen. Ja, wenn eure PlayStation vielleicht im Regal ist und ihr wollt es halt unten an USB ran oder was weiß ich. So, ich habe jetzt hier nur ein sehr lang, das ist für das Kinderzimmer von meiner Tochter, der ist glaube ich 3 Meter lang oder so. Ich weiß gar nicht, wie lang ist der? 3 Meter, ja, das sind 3 Meter Verlängerungskabel, der ist für das Kinderzimmer von meiner Tochter, weil
Das soll ja unten hinterm Schreibtisch versteckt werden, das hier. Und das soll ja dann hoch und oben an der Decke so ein LED-Streifen rum. So, egal. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ihr müsst euch einfach denken, dass das jetzt hier nicht so lang ist. Das ist Anfang und Ende. So. Ich muss nochmal die LED reinmachen. Och, Mensch, Katze. Jetzt sitzt du dich da einfach auf meinen Platz. So, und da haben wir dann praktisch. Ja, dann brauche ich noch einen Nippel. Hier sind keine Nippel mit bei gewesen, oder? Doch. Weil da könnt ihr nichts verkehrt machen. Bei den anderen könnt ihr zu viel verkehrt machen, wenn ihr andere Fernbedienung macht. Mit dem USB ist ganz unkompliziert, wenn ihr den verlängert, wenn ihr noch ein Verlängerungsteil da habt. So, und dann haben wir hier so einen Einzeladapter, den müssen wir hier mal rein ditschen. So. Also da könnt ihr auch nichts verkehrt machen. So, dann haben wir hier einmal mit Nippel und einmal ohne Nippel. Den mit Nippel machen wir jetzt hier rein. So, den habe ich jetzt hier drinne. Und den Endpunkt, also 3 Meter weiter, muss nur gucken, dass ich das Loch finde. So, jetzt müsst ihr euch das halt einfach vorstellen. Ich zeige euch das nochmal. So, es funktioniert wunderbar. Und damit könnt ihr dann halt, das gibt es halt Meter, 2 Meter, 3 Meter, was weiß ich. Und damit könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Damit wird halt nur die Fernbedienung verlängert. Da habt ihr die Fernbedienung vielleicht unten neben auf dem Sideboard, die PlayStation im Regal oben. Und selbst da könnt ihr dann halt die Farben wechseln, alles drum und dran. Ist auch keine Verzögerung, funktioniert alles wunderbar. Das Post, Moment. So, wieder da. Kann ich euch nochmal zeigen. Wie gesagt, an, aus, alles funktioniert. Helligkeit, verschiedene Farben. Alles kein Problem. Ja, das A-Punkt, die sich jetzt meldet, dass mein Paket da ist. So. Also nicht meins, für meine Tochter. So, dann können wir das nämlich hier alle wieder schließen und verpacken. Und das sind halt die Möglichkeiten, habt ihr, um den USB zu verlängern. Ich werde ihn bei mir jetzt nicht verlängern, weil ich es nicht brauche. Aber bitte macht halt nicht das, was ich euch gesagt habe, hier einfach so ein Amazon-Teil ran, also ein Alexa-Teil ran, weil ihr wisst nicht, welche LED-Streifen ihr habt. Und welche hier drin verbaut sind, weiß ich auch nicht. So. Und ich brauche bei mir nicht verlängern, weil. Upala, ich werde das so ranmachen. Und dann geht das ja gleich nach unten. Oh. Praktisch nach hinten und nach unten, und da habe ich halt, das ist halt einmal so rum unter den Schrank, da habe ich eine Steckdose, die hat USB-Anschlüsse, und da werde ich das mit dran machen. Ich bin auch am Überlegen. Weil an der PlayStation 4 habe ich jetzt5 habe ich keinen Platz. Weil hinten habe ich die Kamera dran, die Festplatte dran, und vorne möchte ich es nicht dran haben, weil da hast du so ein Kabel, da könnte auch die Tochter dann dran, also die Kleine könnte dran rumreißen. Deswegen mache ich es nicht vorne ran. Ich werde es halt über die Variante machen. Ich werde dann wahrscheinlich da auch die PS4 dran anschließen, also auch an diese LED-Ding, und dann werde ich das einfach umbenennen. Das ist jetzt Ladestation, ich werde es einfach auch PS5 Licht nennen oder PlayStation Licht nennen, und dann geht das halt an. Dann kann ich das auch praktisch fast Alexa steuern. Ich kann dann halt sagen, dass der USB an und ausgeht, und ich denke mal, wenn
Wenn der hier vermerkt hat, dass er an ist und welches Licht und ich mache das Licht Strom aus und mache wieder an, dann ist betet wieder da. Werden wir hier sehen. Aber eigentlich sollte kein Problem sein. Wir werden es gleich anschließen. Vielleicht mache ich auch ein Anschlussvideo, weil das ja ein bisschen blöd ist, einfach nur das Rufstellen. Das ist ja ein bisschen kurz, ob ich es hier ranmache oder ob ich ein Anschlussvideo mache mit dem PlayStation 4 Standfuß. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Ich würde mich jetzt erstmal hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir werden uns auch noch sehen. Ich denke mal, ich werde es doch hier hinten ran schneiden. Mal gucken. Ich sage aber schon im Voraus schon mal: Ahoi, sagt euer Odin. Bis zum nächsten Mal.